Das Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger in der Welt bis 2030 zu beseitigen, rückt immer weiter in die Ferne. Das geht aus einem Bericht mehrerer UN-Organisationen hervor, der in New York vorgestellt wurde. 828 Millionen Menschen waren 2021 von Hunger betroffen. Das ist eine Zunahme um 46 Millionen gegenüber 2020 und um 150 Millionen gegenüber 2019, vor der Corona-Pandemie. Die Pandemie und ihre Folgen hätten die Ernährungslage nachhaltig verschlechtert, heißt es in dem Bericht. Hauptursachen für Hunger seien Konflikte, extreme Wetterereignisse und wirtschaftliche Schocks. Die Zahl solcher Negativereignisse dürfte demnach noch zunehmen. Im vergangenen Jahr hatte laut dem Bericht fast jeder zehnte Mensch weltweit nicht genug zu essen, noch vor Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Laut UNO ist davon auszugehen, dass am Ende des Jahrzehnts weiterhin 670 Millionen Menschen Hunger leiden werden, eine ähnliche Zahl wie im Jahr 2015.